Das ist ja eine Zeit zur Zeit, also Wut und Hass und Empörung über die Regierung. Also so viel kann man doch gar nicht falsch machen. Und tatsächlich hat sich neulich Karl Lauterbach versehentlich versprochen. Da hat er gesagt, unsere tatsächliche Bilanz ist wesentlich besser, als es in der Öffentlichkeit scheint. Hä? Ach so, dann will die Ampel nur nicht protzen mit ihrem Erfolg. Ja, logisch, weil dieses Jahr gibt es viele Wahlen, nicht wahr? Und Scholz und Co. wollen einfach sich nicht Vorteile verschaffen mit unlauteren Mitteln gegenüber denen, die nicht regieren und gar keine Bilanz haben. Boah, das ist sportlich, das ist fair. Hören Sie mehr. Vielen Dank. Wunderbar. Dankeschön. Herzlich willkommen zur Matthias Riechling Show. Ihr Diagnosezentrum für die Früherkennung von Lähmungserscheinungen und Antriebslosigkeit bei gleichzeitigem planlosen Aktionismus im politischen Betrieb. Denn vieles krankt ja in Deutschland. Deutschland selber gilt ja als der kranke Mann Europas. Wir kennen sie alles, Heizungsgesetze und Wärmepumpen und CO2-Preis und Benzinpreis, was alles gibt. Viele können sich das Leben nicht mehr leisten. Nicht? Die Selbstmordrate steigt. Deswegen gibt es auch immer wieder aufflammende Streiks bei der Bahn von Herrn Wieselski. Er will einfach Menschen, die sich vor Züge werfen, mehr Überlebenschancen einräumen. Hilfreich ist ja auch, dass ein Karl Lauterbach in tausenden von Talkshow-Auftritten sich die Qualifikation erworben hat zum Bundesgesundheitsminister, damit er die Wucherungen und Auswüchse und Geschwülste der aktuellen Regierung gesund beten kann und gleichzeitig die Wut der empörten Bevölkerung als chronische Krankheit brandmarkt. Übrigens, bei dieser Diagnose assistiert ihm ein Robert Habeck, habe ich gehört. Ja, liebe Mitbürger, ob Wähler der Grünen oder nicht, in diesen Zeiten der Proteste ist es mir, Robert Habeck, wichtig, zu allen zu sprechen. So kann ich es machen. Das ist gut. Die Bahn ist auf der Straße im übertragenen Sinn. Die Ärzte protestieren gegen die Gesundheit. Die Bauern sind instrumentalisiert mit Aufrufen zu Umsturzfantasien und vermutlich Unterwanderung von Putin. Ja, es sind Geisterfahrer, das ist gut. Es sind Geisterfahrer unterwegs der Demokratie, die die Verkehrsregeln der politischen Geschäfte einfach vorsätzlich missachten. Ich gebe Ihnen recht. Regierungen sind nicht dazu da, wie meine Ricarda Lang als Parteichefin gerne zu bedenken gibt, beliebt zu sein, das darf nicht passieren, beliebt zu sein, sondern Probleme zu lösen. Aber um sie lösen zu können, müssen wir sie erstmal schaffen. Aber wenn ich es von meinem inneren Auge vorbeiziehen lasse, bin ich begeistert, was wir als Ampel in den letzten 2 Jahren alles richtig gemacht haben. Deswegen fällt es mir schwer, innerlich zu verarbeiten, was die Bauern zum Beispiel an Protesten uns jeden Tag auf dem Mittagstisch liegen. Die Wucht, die gerade mir auch entgegengekommen ist, auf der Fähre, das muss rein, auf der Fähre beim Anliegen, entsetzt mich in der Weise, dass die Relationen nicht mehr stimmen. Denn wenn der Dieselpreis das bisschen mehr an Dieselsteuer diese Gewalt an Protesten auslöst, dann bleibt nur zu sagen, wie meine Ricarda Lang, unsere Parteichefin, auch gerne zu bedenken gibt, wenn Regierungen so prinzipiell funktionieren, dann funktionieren sie so, dass sie funktionieren, dass wenn andere besonders dunkel leuchten, erstrahle ich besonders hell, weil es sonst insgesamt dunkel ist. Und wenn Sie, ich glaube, da spreche ich die Bauern direkt an, wenn Sie, ihr Bauern, wenn Sie es so empfinden, dass die Ampel für euch besonders dunkel leuchtet, dann erstrahlt ihr doch besonders hell mit eurem Landleben, eurer Selbstständigkeit, der frischen Luft, der bäuerlichen Idylle, dem nach Heu duftenden Stall, den glücklichen Kühen auf der Weide. Ich meine, das alles sollte doch einen teuren Diesel wert sein.
Ja, bin ich umsonst Rhetorik des Jahres geworden. Das Schönreden und die Besserwisserei ist ja nicht nur Privileg von Robert Habeck. Auch ein Karl Lauterbach hat sich da große Verdienste erworben. Man soll über ihn nicht schlecht reden hinter seinem Rücken, aber er ist ja nicht da. Und deswegen kann man gut noch... Haben Sie mich gerufen? Herr Lauterbach, ach, das trifft Sie aber gut. Ja. Bitte, nehmen Sie Platz, ja, bitte. Platz, ja. Sitz, aus, ist auch das Einzige, was ich den Wählern sagen kann. Ach so, ja. Herr Lauterbach, ja. Alles streikt ja, die Bahn, die Apotheker, die Ärzte, die ganze Gesellschaft, alles streikt, streikt, ja, streikt. Ja, das liegt aber auch daran, weil die Leute sich viel zu viel beschäftigen mit Politik. Politik ist für die Leute wie Fußball. Keiner ist Profispieler, aber jeder, der mal einen Ball in einem Schaufenster gesehen hat, weiß alles besser. Keiner ist Profipolitiker, aber jeder, der mal einen Politiker im Fernsehen gesehen hat, will Weltpolitik mitbestimmen. Wenn ich mal unterbrechen darf. Nein. Nehmen Sie zum Beispiel Wasserballett. Wenn da Fehler passieren, dann gibt es überhaupt keinerlei Reaktion bei der Bevölkerung und die Sportler können weiter planschen mit neuen Fehlern. Wir brauchen in der Politik einfach mehr Desinteresse, damit wir Politiker weiter planschen können mit neuen Fehlern. Weil an Fehlern wächst man, am Erfolg wächst man nicht. Aha. Hat Saskia Esken deswegen so einen Erfolg, ist die Frage. Hallo auf TikTok, hier ist die Saskia, Saskia Esken. Viele kennen mich, ich mache was mit SPD. Da bin ich Parteichefin, weil ich ganz bewusst im Leben keine Spitzenposition haben wollte. Ich wollte nah bei den Menschen sein, deswegen habe ich früher Straßenmusik gemacht mit Gitarre und habe in Kneipen gekellnert und in dem Geiste wollte ich weiter die SPD führen, schnell, zügig und volkstümlich. Und deswegen TikTok, weil schneller geht's nicht. Obwohl ich herausgefunden habe durch die Hintertür, dass also TikTok ist betrieben und gegründet von einem chinesischen Technokonzern Beatedance. Das heißt also, es ist wahrscheinlich, habe ich rausgekriegt, chinesisch unterwandert. Also so gefährlich, weil China ist autoritär, Fake News und Widerspruch. Und das müssen wir bekämpfen. Deswegen gehe ich zu TikTok, um TikTok mit seinen eigenen Mitteln zu schlagen. Weil TikTok ist bekannt, die unterdrücken homosexuelle Inhalte. Ja, da bin ich Manns genug, da stehe ich drüber. Dann machen sie Cybermobbing, das können wir gut gebrauchen, gegen die AfD. Und sie unterdrücken Kritik. Ja, bei dem ganzen Hass gegen die SPD können wir das auch mal gut umsetzen. Und dann gibt es den Tick noch durch Zensur von politischen Inhalten. Da muss man sagen, also das brauchen wir nicht, weil der Olaf zensiert sich bei Cum-Ex und Wirecard schon selber. Deswegen TikTok, SPD und Olaf Scholz. Herr Lauterbach, ist Saskia Essens Weg der richtige gegen die Wut der Bürger? Das ist ja die Frage, die sich daran anschließt. Also, Ja, das ist die Form. Wir brauchen aber noch mehr Inhalt. Na ja, gut, von Ihnen und Ihrer Gesundheit kommt ja nicht viel. Ja, deswegen darf auch meine Cannabis-Resolution nicht scheitern. Das ist Ihr Inhalt. Genau. Obwohl das Bundeskriminalamt jetzt leider Zweifel angemeldet hat an Cannabis, weil einfach die Sicherheitsbehörden nicht entlastet werden und der Verbrauch von Cannabis wäre nicht hoch genug, damit sich eine Steuer lohnt auf Cannabis und eine daraus resultierende eventuelle Verfolgung von Steuerhinterziehung. Ja, das ist aber jetzt rum. Sie wollten ja die Legalisierung von Cannabis begleiten mit einer Aufklärungskampagne. Ja und? Ja, haben Sie ja nie getan. Ja, weil eine Aufklärung sinnlos wäre. Wieso? Wer Cannabis nimmt, wird einfach high. Mehr gibt es ja gar nicht aufzuklären. Mir liegt aber daran zu sagen, einfach, wenn wir es richtig einsetzen, dann kann Cannabis dazu führen, dass die Leute ruhig gestellt werden und auch zufrieden gemacht werden mit den Entscheidungen der Regierung. Mit Cannabis hätten die Leute keine Wut mehr auf die Regierung? Doch, aber es macht ihnen nichts mehr aus. Wie viel Cannabis bräuchte man dann bei Saskia Esken? Ja, hallo auf TikTok, hier ist die Saskia, Saskia Esken. Ich bin bei euch und ich frage einmal ganz konkret. Alles ist in Aufruhr wegen allem Möglichen gerade. Was können wir für euch tun? Dabei eine ganz tolle Idee, einfach mal
runterkommen. Einfach mal erkennen, wir die SPD, wir tun was für euch, euch geht's gut durch uns. Wir haben zum Beispiel jetzt für diejenigen, die besonders belastet sind durch die Anhebung vom Strompreis, durch die Anhebung vom CO2-Preis und die Anhebung vom Benzinpreis, haben wir ganz aktuell das Bürgergeld erhöht um 12%. Gut, dafür muss man erst mal arbeitslos werden, aber das geht ja manchmal ganz schnell. Und deswegen, ich mache gerade TikTok dann wieder nochmal. Das kann ich noch mal anfangen. Hallo, hier ist TikTok, Saskia Esken nochmal. Wir haben zum Beispiel jetzt aktuell für diejenigen, die besonders belastet sind, durch die Anhebung vom CO2-Preis, durch die Anhebung vom Benzinpreis und Strompreis, haben wir das Bürgergeld erhöht um 12%. Gut, dafür muss man erst mal arbeitslos werden, aber das geht ja manchmal ganz schnell. Und dann muss man sagen, die da noch gegen die Regierung sind, sind Verfassungsfeinde und können nach der aktuellen Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht gegen die NPD alle staatlichen Mittel gestrichen bekommen. Gut, ich weiß, wer da noch jetzt ein E-Auto gekauft hat, was erst Ende vom letzten Jahr ausgeliefert worden ist, dem haben wir über Nacht die Forderung gestrichen. Aber dafür unterstützen wir jetzt auch noch mehr die Ukraine und versorgen noch mehr Flüchtlinge. Das muss doch jedem E-Autofahrer ein stolzes Gefühl geben, dass er mit seiner ausgefallenen Forderung ein Zeichen setzt gegen Putin. Deswegen TikTok, tschüss SPD. Ich hab TikTok, mach doch noch Wetter noch mal. Ist unmöglich, ist das. Ja gut, also, sehr verehrte, besorgte, aufrührerische Wähler, wenn wir uns umblicken, stellen wir fest, dass Deutschland sich immer mehr öffnet für Extreme. Meinen Sie nicht? Aus allen Ecken sprießen Formationen, die die Wut der Bürger über Missstände zentrieren und verstärken wollen. Meinen Sie mich? Eine Wagenknecht nutzt die demokratische Unruhe. Ein Maaßen will auch noch eine Scheibe abhaben vom Widerwillen der Mitbürger. Und vielleicht setzt sich auch noch ein Sarrazin auf den Abort der allgemeinen unflätigen Entleerungen. Also, Sie meinen doch nicht mich, jetzt habe ich es verstanden. Zu schaffen macht uns da eine Alternative für Deutschland. Ja, was wäre denn eine Alternative? Strobel! Die AfD natürlich, zum Donnerwetter noch mal. Ach so, ja richtig, Entschuldigung. Eine AfD, die zu Teilen vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wurde. Ach so, richtig, genau, jetzt erinnere ich mich. Und trotzdem hat diese AfD in Umfragen im Osten bis zu 35-36%. Ja, ja. Der Osten macht uns zu schaffen. Strobel, schwätzen Sie doch nicht. Wieso? Der Westen ist beim Thema AfD auch mit von der Partie, gell? Ja, aber lang nicht so massiv. Ach, auf einmal kennen Sie sich aus oder wie oder was? Ja, selbstverständlich. Ja, der Westen will nur am Erfolg teilhaben. Ja, das ist ein altes kapitalistisches Prinzip. Ja, man setzt auf den Gewinner. Der Osten ist das Problem, nicht die AfD. Entschuldigen bitte, also wo sind denn im Osten jahrzehntelang die demokratischen Parteien gewesen? Die Linke war doch meistens ganz vorne, jetzt sind es die Rechten. Uns hätte schon stutzig machen sollen, dass im Osten 1989 die dauernd geschrien haben, wir sind das Volk. Wir hätten sofort zurückschreien müssen, wir aber auch. Ja? Ja? Dann würde uns jetzt der Osten mit seiner AfD nicht in dieser Weise dominieren. Spalterische Ansichten, was ich davon sage. Nein, wir müssen an die Ursache gehen. Man müsste den Osten verbieten. Strobel! Ja, es wäre ja nur eine Androhung, du liebe Zeit. Was ist jetzt? Wären Sie denn persönlich für ein Verbot dieser AfD? Ach so, ja, also normalerweise würde man sagen, dass man sagen würde, dass man einem Ja zuneigen würde, bevor man einem Nein eine Bestätigung geben könnte, dass man. Und wer ist bitte Mann? Ja, das wäre in dem Fall ich. Ja, dann sagen Sie es doch. Ja, aber nicht, dass ich dann, wenn es drauf ankommt, drauf festgenagelt würde. Das wäre mir dann schon nicht so angenehm. Ja, das ist genau das Problem in dieser Gesellschaft. Ich? Ach.
Das ist auch das Problem, dass wir zu lange keine Meinung hatten über rechts oder über unsere rechte deutsche Geschichte, weil sie natürlich auch zu lange her ist. Und deswegen beschränken wir uns heute darauf zu sagen, ja, wir müssen die Rechten messen an ihren Inhalten und nicht an ihren Äußerlichkeiten. Weil äußerlich haben sie ja bekanntlich die Rechten schon längst angepasst an die Gepflogenheiten der Demokratie. Sie haben keine Glatzen mehr und tragen nur noch feine Anzüge wie du und du, also mehr kannst du nicht erwarten in einem Rechtsstaat, dass die Leute so tun, als ob. Auf vielen anderen Ebenen tut ja sogar die Ampel nur, als ob. Also. Ja, ich, Robert Habeck. Nein, das muss weinerlicher sein. Habe mir es vor kurzem die größte Anerkennung ausgesprochen für meine hervorragende Rede nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Diese hohe Kunst kann man doch nicht vergessen machen, wegen ein paar Litern Diesel und ein paar Landwirten. Ich denke, diese Wut kann man nur psychologisch erklären, wofür ich mir gerne als Minister Mühe geben werde. Ich denke, wir müssen es so sehen, ich glaube, da setze ich mich. Beziehungen sind oft geprägt von einem dominanten und einem unterwürfigen Partner. Und so ist es in der Berufswahl genauso. Wer den Bauernberuf anstrebt, weiß, dass er nie frei hat, dass er arbeiten muss von Sonntag bis Sonntag, dass er die Kosten der Produktion nicht weitergeben kann, dass er die Preise nicht selbst bestimmt, sondern der Discounter. Wer sich dem als Bauer unterwirft, will leiden und hat ein hohes Selbsterniedrigungspotenzial. Ich kenne Menschen, die verzweifelt sagen, ich werde Bauer, weil ich mir die wöchentlichen Buchungen nicht mehr leisten kann bei einer Domina. Aber, das macht doch den Bauern aus. Der Kuh, die kalbt, beistehen, auch wenn man selbst schwanger ist. Und es Nacht ist und bitterkalt im Winter. Wir mussten als Regierung, Ideen kalben, um diese Sparmaßnahmen rauszupressen. Sparmaßnahmen, die wichtig sind. Und dafür sind die Bauern am besten geeignet, weil sie einfach am leidensfähigsten sind. Allein, dass diese Bauern Tage, Wochen, Monate lang rumstehen, am Brandenburger Tor, auf allen Plätzen der Republik, ohne Schlaf, ohne Dusche, ohne Wasser, ohne Öl, ohne Gas, zeigt, dass sie doch leiden wollen. Und wir als Regierung müssen diesen Masochismus überwinden. Wir müssen den Gesamtzusammenhang sehen. Ich erinnere daran in den Zusammenhang, wir haben wegen des brutalen Überfalles von Putin auf die Ukraine, haben wir uns entschieden, die Energiezufuhr in Form von Öl und Gas ja aus Russland zu stoppen. Weil wir erkannt haben, dass diese enorme Abhängigkeit von Rohstoffen aus anderen Ländern eine große Gefahr sind für Deutschland. Was die Grundnahrungsmittel angeht, ist es zum Glück so, dass der Selbstversorgungsgrad in Deutschland liegt bei über 80%. Das heißt, dass die deutschen Verbraucher mit fast allen Lebensmitteln versorgt werden könnten von den heimischen Landwirten, die diese Abhängigkeit von ihnen in schamloser Weise ausnutzen, um von der Regierung ein paar Cent Dieselsteuer abzupressen. Ja, die Parallelität zu Russland liegt auf der Hand. Wir haben es gesehen, ich will nicht sagen, dass die Bauern zerbomben und zerstören, was an Gebäudeinfrastruktur da ist. Aber sie zerstören Gebäude des Vertrauens und die Basis der Grundversorgung. Wir haben uns von Putin gelöst. Wir dürfen nicht mehr weiter abhängig sein von den deutschen Bauern. Wir waren zu abhängig von Russland. Wir sehen jetzt, dass wir auch zu abhängig sind von uns selber. Hallo auf TikTok, hier ist die Saskia noch einmal, schon wieder. Ich bin bei euch und ich merke euer Unwohlsein, dass wir als Bundesregierung hart einsparen müssen. Aber
Wir als Regierung haben kein eigenes Geld. Das kommt alles von euch, vom Volk. Das heißt, wenn wir sagen, wir müssen sparen als Regierung, dann seid ihr dran. Aber wir haben gute Tipps für euch, wie ihr noch mehr Geld in den Geldbeutel bekommt. Zum Beispiel einfach mehr Geld vom Konto abheben, billigere Wohnung suchen, abends das Licht ausmachen, früher zu Bett gehen, sich ein Beispiel nehmen an den Menschen vor 150 Jahren. Da gab es keinen Strom, kein Öl, keine Bauern am Brandenburger Tor. Gut, das lässt sich alles nicht sehr leicht und einfach durchsetzen. Aber es gibt auch Gewinnspiele, Lotto, Preisausschreiben, wunderbar, sich was einfallen lassen, TikTok. Oder mehr arbeiten, wie es unser Robert Habeck vorgeschlagen hat. Er hat nämlich herausgefunden, es gibt 2 Millionen freie Stellen. Die sind zwar noch alle besetzt, aber durch Todesfälle, Verrentung und Umschulung können die jederzeit frei werden. Also ran in Speck, TikTok, SPD, Scholz. Ja, liebe Zuschauer, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, irgendwie mit den Problemen und den Malessen der... Komme ich noch mal dran? Herr Lauterbach. Ja, bei Lanz und Maischberger habe ich mehr Redezeit. Ja, was gibt es denn noch? Es gibt gar nichts. Ach so, na, so. Aber ich habe noch so viel zu sagen. Ja, gut. Ja, Ihre Praxisrevolution ist ja nicht besonders gut angekommen bei den... Ja, die wird großartig werden. Die Leute stellen sich bloß an. Ja, ja, dann, ja, natürlich. Die Wartezimmer werden nicht mehr so voll sein werden. Wieso denn nicht? Die Leute müssen nicht mehr zum Arzt ihr Rezept abholen. Der Arzt muss doch wissen, wofür. Aber die meisten Krankheiten ähneln sich doch. Ach, also... Da reicht ein Pauschalmedikament für alle Krankheiten. Sie müssen uns Schnupfen anders behandeln als einen Durchfall zum Beispiel. Nicht unbedingt. Ach. Ich erlebe es oft selber, dass ich beim Schnupfen manchmal versehentlich ein Durchfallpräparat genommen habe. Durch die dadurch aufkommenden Beschwerden habe ich den Schnupfen vollkommen vergessen. Und weg ist er. Kein Wunder, haben Sie so Proteste bei den Ärzten geerntet. Also das ist ja wirklich unglaublich. Ich habe mit den Ärzten gar nichts zu tun. Was? Ärzte sind für die Krankheit da. Ich für die Gesundheit. Manchmal denkt man wirklich, das ganze Gesundheitssystem ist durch Sie gefährdet. Also. Nein, das Gesundheitssystem hat auch viele Krankheiten hervorgebracht. Wieso was? Wer heute am Knie operiert wird, wäre doch vielleicht schon Jahre vorher am Schnupfen und an der Schulter gestorben, wenn ich daran auch schon behandelt worden wäre. Das heißt einfach, das Gesundheitssystem überstrapazieren. Ja, danke schön für Ihren Besuch, Herr Lauterbach. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, hallo auf TikTok nochmal. Hier ist die Saskia schon wieder. Saskia Esken aus dem schönen Schwabenland. Jetzt ansässig in der SPD und in TikTok. Wir sind da für euch. Die SPD macht was. Die SPD tut was. Euch geht's gut durch uns. Wir machen alles, was wir können. Der Olaf Scholz ist für alle da, die ihn brauchen. Die Arbeiter, die Unternehmer, die Arbeitslosen, die Schwachen und die Bedürftigen. Und wo er keinen Bezug dazu hat, für die hat er Leute in seinem Team. Für die Landwirte hat er Cem Özdemir, für die Polizei Nancy Faeser und für die Lisa Paus die Kinder. Und für diejenigen, die rechtlich neben der Spur laufen, hat er sich selber. Weil wenn er bei Wirecard und Cum-Ex nicht die Wahrheit sagt oder verschweigt, dann macht er sich ja, das wissen wir alle von Barbara Salisch, als Zeuge strafbar. Und da fühlen sich Kriminelle ganz besonders bei ihm aufgehoben und vertreten. Und deswegen SPD, TikTok und Scholz. Es ist natürlich durchaus möglich, dass die SPD deswegen da und so viele Versprechungen macht, weil sie genau weiß, dass sie sie nicht einhalten kann. Weil sie weiß, der Mensch lebt vor allem von der Hoffnung, von der Erwartung, von der Vorfreude, die bekanntlich die schönste Freude ist, von dem, was nie eintritt. Fragen Sie katholische Kirche. Gott und der Papst haben sich doch nur deswegen über 2000 Jahre gehalten, weil sie Versprechungen gemacht haben, die nie eingetreten sind. Ja, naja, und unser Glaube an die aktuelle Regierung verfällt doch auch nur deswegen, weil wir sie permanent überprüfen auf ihren Wahrheitsgehalt. Ja. Und deswegen kann es natürlich sein, dass eine Maßenpartei oder eine AfD sich nicht so lange halten, weil die Gefahr besteht, dass sie ihre Versprechungen wahrmacht. Ja, gut also. Ja, Herr Kretschmann, wären Sie denn dann da dafür? Wofür? Für ein Verbot der AfD?
Ja gut, also man sagt, ich täte sagen, dass man sagt, man muss die AfD inhaltlich stellen, da wo sie unsere Demokratie gefährdet. So. Oder man reizt sie nicht weiter mit noch mehr Demokratie. Was meinen Sie damit? Ja gut, also, Entschuldigung. Wie lange setzen Sie in Ihrem Gartenteich Goldfische aus, wenn der Fischreier Sie jeden Tag rausfrisst? Teile der Demokratie werden doch von den Rechten dauernd rausgefressen, dann setzt man einfach keine mehr ein. Das wäre mein Vorschlag. Also jedenfalls würde ich sagen, dass man sagen sollte... Strobel, nach alter Gewohnheit müssen wir Ihnen jetzt gleich wieder eine runterhauen. Aber eigenartigerweise wird das, was Sie gerade andeuten, in Dänemark praktiziert. Gibt es da auch eine AfD? Eben nicht mehr. Die rechte dänische Volkspartei hat also 2015 bei den Parlamentswahlen über 21% bekommen und war zweitstärkste Partei in Dänemark. Daraufhin hat die Dänen-SPD sich komplett ins Gegenteil gedreht, hat sich AfD sozusagen Programmpunkte unter den Nagel gerissen, zum Beispiel Auffangzentren für Migranten außerhalb von Europa gefordert. Eine Obergrenze für nicht-westliche Migranten. Nein. Schwere Regeln für Familiennachzug, heißt da. Eine Abschiebeinitiative. Ein Asylrecht wurde verschärft. Und die Geldleistung für Asylanten aus Nicht-EU-Ländern gekürzt. Was sagen Sie dazu? Die SPD? Da? Na ja. Was meinen Sie, was die an rechten Wählern zugeströmt bekommen haben? Die Dänen-AfD ist jetzt da bei 2,6%, weil sie erkannt haben, jetzt passen Sie auf. Ja, ja, ich passe auf. Das Rechte lässt sich nicht verbieten und nicht ausmerzen. Nur ihre Repräsentanten, wenn sie sich rechts nennen, nennen sie sich links, wie in Dänemark, dann werden sie plötzlich staatsfähig. Ja, aber die Dänen tun sich halt leichter ohne unsere berühmte deutsche Geschichte. Ja gut, also, aber man muss sagen, ob Däne oder Deutscher. Ja. Ja. Jeder hat ja seine eigenen Neigungen und perversen Träume. Ja. Ein normaler Familienvater kann durchaus mal beim Sex davon träumen, seine Frau in einem fahrenden Zug bei offener Waggontür auszupeitschen. Oder sie kopfüber an einer Felswand hängen zu begatten. Er würde es nie tun. Aber wenn sein Psychotherapeut seiner Gattin seine Träume offenbaren würde, da wäre die Hölle los und die Scheidung da, weil seine Gier plötzlich wahr werden würde. Verstehen Sie das? Jetzt kommen Sie aber vom Thema ab, Herr Kretschmann. Das ist doch als Wüste. Im Gegenteil. Viele Deutsche träumen davon, alleine auf der Welt zu sein, Andersdenkende auszupeitschen, anders aussehende kopfüber an eine Felswand zu hängen und Minderheiten zu remigrieren. Sie würden es nie tun. Aber diese AfD spielt sich auf als Psychotherapeut der Deutschen, durch die die perversen geheimen Träume der Deutschen plötzlich wahr werden würden. Wissen Sie denn, wovon ich träume? Nee, das Verhältnis der Deutschen zu seinen Rechten oder Rechtsradikalen hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir einfach seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges immer nur die Guten sein wollten. Wir wollen gut dastehen, ja? Weil wir das Böse in uns nicht anerkennen wollen, das Schlechte, das Rechte. Nicht? Aber der Mensch ist nicht fürs Gute geschaffen. Oder fürs Paradies. Wir sind ja überhaupt erst Mensch geworden durch die Vertreibung aus dem Paradies, aus dem Guten. Nicht? Durch den Sündenfall. Durch den Sündenfall Drittes Reich haben wir am Ende ein Grundgesetz bekommen und die meisten Menschenrechte. Ja, ja, aber das ist 79 Jahre her. Das ist ja alles abgenutzt. Nicht? Asylrecht, Bankgeheimnis, Datenschutz, Religionsfreiheit, Postgeheimnisse. Pff, was ist davon noch da? Weil wir 79 Jahre zu gute Menschen waren. Damit wir wieder Demokrat und Mensch werden können, brauchen wir wieder einen Sündenfall. Der Beginn dafür könnte die AfD sein. Guten Abend. Thank you.